Willkommen zurück, ich bin Gordon und diese Folge ist eine Einleitung zu einer ganzen Serie, in welcher ich sämtliche bekannten und unbekannten Verschlusssysteme von Feuerwaffen vorstellen werde. Ihr werdet Konstruktionen sehen, die den meisten gänzlich unbekannt sind. Ihr werdet Lösungen sehen, die ziemlich cool sind und aber auch solche, die aus der Sicherheitsperspektive ziemlich wahnwinzig anmuten. Insgesamt dampfe ich für euch sozusagen die gesamte technische Entwicklung der Verschlusssysteme hoffentlich verständlich ein. So habt ihr dann auch einen Überblick. Der Fokus liegt wie gesagt hierbei auf den konstruktiven Lösungen. Die dahinterliegende Historie werde ich, falls Informationen darüber verfügbar, aber nur anreißen. Falls in den Patentschriften und Literatur Detailinformationen wie zum Beispiel Beweggründe für die Konstruktion durch den Erfinder niedergeschrieben sind, also welches eigentliche Problem gelöst werden sollte, werden auch hier dann die Sachen kurz angerissen. Da die Patentschriften in der Regel viel zu komplex sind und die Zeichnungen nie sonderlich verständlich ohne eine ausführliche Beschreibung, fertige ich zu jedem Verschlusstyp eine vereinfachte Schnittzeichnung und versuche das Ganze verständlich in Kurzform zusammenzufassen, damit die eigentliche Funktion besser verständlich wird. Im Laufe der Entwicklung von Feuerwaffen haben sich die Verschlusssysteme derart weiterentwickelt, dass man heute sagen kann, dass so gut wie alles, was irgendwie vorstellbar ist und sinnvoll erscheint, schon technisch umgesetzt wurde. Wenn man einen Einblick in die zurückliegende Waffenentwicklung hat, wird schnell klar, dass es zur heutigen Zeit bis dato nur noch um Verbesserungen und Entwicklungen geht, die nicht vergleichbar sind mit zum Beispiel dem Übergang vom Vorderlader auf Patronenmunition oder der Erfindung des rauchlosen Pulvers. Bevor ich mit der Serie anfange, ist es aber trotz der Vereinfachung notwendig, nochmal auf ein paar Grundbegriffe einzugehen. Was meint eigentlich Verschluss bei Feuerwaffen? Das Grundprinzip bei Feuerwaffen ist bekanntlich, dass durch ein Treibladungsmittel eine Masse durch zum Beispiel ein Rohr, dem sogenannten Lauf, getrieben wird. Jedem ist hier der Impulserhaltungssatz bekannt. Die durch das Treibladungsmittel verursachte Gasexpansion muss bei Feuerwaffen in eine Richtung gelenkt sein, da sonst die gegensätzliche Kraft in Richtung Schütze austreten würde. Das wäre natürlich zumindest für klassische Handfeuerwaffen ziemlich unpraktisch und verschwendet auch erheblich Energie. Der einfachste Verschluss ist somit ein Rohr, das nur eine Öffnung besitzt. Verschluss bezeichnet also den Stoßboden, dem Verriegelungselement, an dem sich die Impulskraft abstützen kann, womit dann der Hauptanteil der treibenden Kraft auf das Projektil wirken kann. In der Waffentechnik kann man die Verriegelungselemente in drei verschiedene Hauptkategorien unterteilen. Das sind kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig. Anhand des einfachsten Beispiels, einem Rohr, wäre kraftschlüssig, dass ein Element eine in sich liegende Kraft, also Reibung oder Massenträgheit, entgegen dem Impuls ausübt. Bei formschlüssig gibt es ein Element, das mechanisch beweglich, aber im verschlossenen Zustand unbeweglich fest verbunden ist, zum Beispiel ein aufgesetzter und mit einem Riegel gesicherter Stopfen. Bei stoffschlüssig ist der Stoßboden mit dem Rohr stofflich fest verbunden, also zum Beispiel ein an einem Ende zugeschweißtes Rohr. Damit sind wir auch schon bei den Anfängen, den sogenannten stoffschlüssigen Feuerwaffen, zum Beispiel Vorderlader. Und ja, auch Revolver sind stoffschlüssige Feuerwaffen. Stoffschlüssige Feuerwaffen wird dann also der erste Teil sein und auch wenn es sich einfach anhört, gibt es hier ziemlich interessante und manchmal auch wahnsinnig anmutende Konstruktionen. Ich hoffe, ihr seid gespannt und wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis dahin.